Okay, ich habe mir Hilfe geholt. Hallo Udet. Der erste, er hat kein Mikro, deswegen redet er heute gar nicht. Der erste Part, den wir machen müssen, ist, wir müssen diesen Karton quasi einmal darüber liften. Das machen wir jetzt. Und ihr könnt dabei zugucken. Zusammendrücken. Und hier auch nochmal zusammendrücken. Ach, das muss man rausziehen, pardon. Also zusammendrücken und rausziehen. Okay. Und jetzt very vorsichtig. So, der zweite Part. Sieht ihr mich überhaupt noch? So, der zweite Part. Jetzt entfernen wir hier mal den ganzen Styroporkram. So, jetzt haben wir schon mal ein ganzes Stück von dem, komm, das machen wir auch schon. Genau. Ein ganzes Stück von dem, aua, von dem Fernseher ausgepackt. Der hat mir auch direkt eine gezogen. Die auch? Pappcut. Ach so, Pappcut. Okay. Und was wir jetzt machen müssen, da schaue ich kurz in die Anleitung. Wir haben also jetzt quasi das Ding vom Karton befreit. Remove Items und Attach Bar to Counterweight. Wir müssen das also jetzt, ja, möglicherweise damit verbinden. Schauen wir uns mal an. So, jetzt packen wir kurz das Zubehör aus, damit ihr auch seht, was dabei ist. Es ist einmal klar das Kaltgerätekabel. Dann ist noch dabei noch ein Kaltgerätekabel. Okay. Die Fernbedienung darf natürlich auch nicht fehlen. Ganz wichtig bei der Fernbedienung. Das hier ist ein Netflix-Fernseher und ein Google Play-Fernseher. Da ist nämlich ein Prozessor drin, das ist der X1 von Sony, wenn ich mich nicht ganz irre. Und damit lässt sich also allerhand anstellen. Smart ist das Ding durch und durch. Und das hier sind wahrscheinlich zwei sehr wichtige Buttons. Für mich mehr Netflix, aber es gibt bestimmt jede Menge Anwendungsfälle. Und weil Udet jetzt so weiterkramt, guck mal, was da noch alles drin war. Batterien haben wir, jede Menge Dokumentation haben wir auch. Und die Schrauben für das Ding, das machen wir jetzt gleich. Hier ist noch ein, was auch immer das ist, finden wir noch raus. Und das ist auch irgendwas, das finden wir noch raus. Das sind alles Halterungen und das ist, glaube ich, ein Kabelkanal, Kabelschutz fürs Kaltgerätekabel. Markiert SLW1. Okay, also machen wir jetzt weiter. Wir schrauben das zusammen und dann mal gucken. Remove Center Packing. Hä? Haben wir das nicht schon gemacht? Ich glaube, das hier müssen wir irgendwie runterklappen, die Pappe. Die müssen wir hier so aufklappen. Hier so aufklappen. Ah. Da auch. Hier so. Ah, okay. Und dasselbe hier auch nochmal. Ja. Vielleicht die Kamera nochmal erzählen, dass man das so, und dann klappt man das. Oh ja, jetzt ist es schon wesentlich lockerer. Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diesen Karton quasi aus der Verankerung genommen, sodass wir. Gott, braucht man da viel Platz für. Packt es am besten nicht auf einem Tresen aus, wenn ihr zu Hause seid. Das wäre eine Empfehlung von mir. Genau, weil man dafür eine Menge Platz braucht. Und das ist nur der 55 Zöller. Ah, da haben wir noch was hinten gefunden. Was ist das? Gucken wir mal. Ja, natürlich ist da überall Tesa. Warte, 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 warte. Ja, das kann sein. Okay. Nicht mit der Schere in der Hand. Sonst verletze ich den Udet. So. Und das ist, wir vermuten für die Rückseite die Abdeckung. Das finden wir aber jetzt gleich raus. Was man nämlich zu dem Fernseher dazu sagen muss, deswegen auch diese Abdeckung, und ich glaube, dass die für den Ton ist. Dieser Fernseher hat einen ganz besonderen Lautsprecher. Wir versuchen das gleich mal zu demonstrieren, aber das wird man durch die Kamera kaum hören. Und zwar ist die gesamte Fläche ist der Lautsprecher. Das bedeutet, hinten sind, ja, wie will man das nennen, Antreiber, Motoren, wie auch immer verbaut, die die ganze Oberfläche hier in Schwingung versetzen, so dass man die Hoch- und Mitteltöne über diesen Fernseher realisiert und der Bass kommt aus dem Basslautsprecher. Soweit habe ich das Prinzip schon verstanden. Ob man das letztendlich hört, gucken wir dann, aber jetzt packen wir erstmal weiter aus. Okay. So, jetzt geht es nämlich hinten weiter. Wir machen also hier die Center Packing weg. Da war dieser
Verpackung war da drauf. Kann ich mal erzählen, was war gerade aufgekommen. Da. Hier kommt es, glaube ich, drin, siehst du? Ja. So, und jetzt sagt er, müssen hier noch, ich muss noch ein bisschen mehr entfernen. Aha. So ist besser. Also. Remove center picking, haben wir gemacht. Slide the lever from left to right, folding the standout. Das heißt, ich mache jetzt das hier, slide das und dann passiert was? Dann kann ich das bewegen. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben das hier zur Seite geschoben und das nach vorne gezogen, sodass wir jetzt quasi einen theoretischen Standfuß hätten. Und was er jetzt will, remove the TV from box. Jetzt schon? Ohne dass man den da hinstellt? Das glaube ich nicht. Warte mal. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen das zuerst da anbringen, ehrlich gesagt. So? Nee. So. Wenn man das dann da... Warte. Du musst das von unten reinschieben. Ja, guck, dass der nicht umfällt. Ja, ich halte ihn. Ich habe den Fernseher. Ach, okay. Wahrscheinlich muss man... Das ist natürlich nicht so einfach. Wieso steht das hier nirgendwo? Ja, wenn man das danach machen soll, aber das wirkt auf mich alles so fürchterlich unsicher. One hand on actuator cover and one on the bottom of the screen and place counterweight in bar. Ach so, während wir den rausheben, muss das einer machen. Ja, das lässt sich bestimmt irgendwie machen, vielleicht. Yikes. Also. Also wenn er runterfällt, dann wird das klicken wie scheiße. Ja, ich glaube auch. Lass uns den mal. Okay. Okay, so. Puh. Jesus. Ohne diese Gummidinger wären wir jetzt echt am Arsch. Ja, das stimmt. So, und jetzt müsstest du den zu dir neigen. Genau. Weiter. Viel weiter. Okay. Reicht. Ja. Dann wächst du selber. So, okay. Und jetzt mal hinstellen. So. Das war jetzt ein bisschen schwierig gerade. Was wir nämlich machen mussten, ist den Fernseher aus der Packung raus, so wie ihr das gesehen habt, gleichzeitig aber, oder während das einer noch festhält vielmehr, diesen Standfuß hier einhängen, damit der nämlich jetzt sicher steht. Ich glaube, jetzt haben wir es auch einigermaßen. Und jetzt müssen wir gucken, was kommt als nächstes. Also, wir haben das gemacht, dann müssen wir da Schrauben reindrehen, das machen wir jetzt auch. Attach Powerkabel and attach Cover. Okay. Ja, warte, das muss noch nicht drauf, sondern wir haben jetzt hier noch zwei Schrauben. Einmal. Schraube hier und Schraube da. So. Und jetzt soll das Powerkabel da rein. Dann nehmen wir einfach das hier. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn das Powerkabel? Da. Okay. So, das Powerkabel haben wir hier. Da gibt es, wie gesagt, noch diesen Aufsatz, damit das auch nicht mehr rausfallen kann, das Powerkabel. Das schenken wir uns jetzt, weil wir es gleich wieder woanders hintragen müssen, das Ding. Den Zettel hier machen wir auch noch ab. Und jetzt kann das Cover da drauf. Wie ihr schon seht, gibt es hier eine Aussparung an dem Cover. Die ist hier oben. Die muss natürlich hier oben drauf, weil das ist der Basslautsprecher. Also nochmal, das hier, das sind die Treiber, die den kompletten Lautsprecher in dem Hoch- und Mitteltonbereich in Schwingung versetzen und den Ton nach vorne strahlen. Das hier ist der Basslautsprecher, weil, ihr könnt es ahnen, bei so einem dünnen Fernseher gibt es einfach keinen
Bass, den man damit realisieren könnte. Dementsprechend ziemlich intelligent gelöst tatsächlich, muss ich sagen. Jetzt packen wir das hier mal drauf, gucken, ob das sofort... Ja. Das macht einen soliden Eindruck. Ist drin, ne? Okay, cool. Was wir natürlich jetzt machen, weil wir es euch einfach schuldig sind, wir drehen das Ding jetzt um, schließen es an und zeigen euch mal einen 4K-Inhalt. Man muss nämlich dazu wissen, das Ding hat OLED und wenn ihr es haben wollt, 55 Zoll, kosten ungefähr 4000 Euro, ist es momentan inseriert. Den gibt es noch in 65 für 5,5 und 75 für, ich will gar nicht wissen wie viel, auf jeden Fall eine Menge. Wie willst du es drehen? Ich fasse hier an und gehe auch einmal aus dem Rücken. Okay. So, lass mal es auf den Gummidingern einfach mal stehen, wa? Wir haben jetzt den neuen Sony A1 ausgepackt. Das war eine, ja, für mich ziemlich heikle Operation, aber es ist geglückt und ich muss wirklich sagen, dieser Fernseher gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist extrem dünn. Der Ton, soweit ich das jetzt in der Kürze beurteilen konnte, ist echt gut geworden, obwohl die Technologie so neu ist und auch das Bild, wie man hier ganz schön sieht bei Chef's Table, das ist wirklich tipptopp. Also ich habe nichts zu meckern, allerdings bin ich auch absolut nicht der TV-Experte hier bei uns, sondern meine Kollegen von AVF und die nehmen das Ding jetzt so richtig durch die Mangel, sodass ihr bald bei Computerbild lesen könnt, wie gut der wirklich ist.